Eine Restaurantbesitzerin alarmiert jetzt Norman Winter und Adam Sestridge. In ihrem Lokal spielen sich in diesen Minuten dramatische Szenen ab. Hallo. Hallo, Sie haben angerufen? Ich habe Sie angerufen. Mir gehört das Restaurant. Kommen Sie mal mit. Mein Koch, der dreht gerade völlig durch. Da ist ein Gast, der ist sehr ungehalten. Ja. Diese Haare sehen genauso aus wie Ihre Haare auf dem Kopf. Das sind Brauner. Machen Sie mal bitte das Messer weg. Einfach erstmal das Messer beiseite legen. Ja, so ist gut. So, ganz ruhig. Bleiben Sie mal. Ich bleib mal hier stehen. Was ist denn los? Erklären Sie uns doch mal das Problem. Dieser Kunde, ja. Ich bin hier der Koch. Ja, ich bin hier der Koch. Ich koche hier schon seit über 10 Jahren in diesem Lokal. Ja. Das ist doch, es hat sich doch nie jemand beschwert. Jetzt kommt so ein Vollpfosten. Lass mich ausreden. Nein, jetzt kommt hier so ein Vollpfosten her. Gucken Sie sich das an, das sind seine Haare. Bleiben Sie ruhig. Das sind seine Haare. Okay, dem werden wir nachgehen, aber bleiben Sie ruhig. Sie sehen auch ganz klar, dass dieser Suppe verunreinigt wurde mit Haare. Ich habe hier eine ganz luxuriöse Suppe bestellt. Es kann nicht sein, dass da Haare drin sind. Ja, aber es ist nicht unser. Die Haare sind auch dunkler, wenn ich das richtig beobachte. Also, und der Hund scheint. Der Koch hat überhaupt keine Haare. Na, dann sind Sie ein Schmarotzer. Hören Sie doch mal auf. Das gibt Leute, die gehen hier durch die Straßen durch und essen sich durch die ganzen Lokale, behaupten, sie wären irgendwelche Blogger oder irgend so eine Scheiße. Und so ein Kandidat ist das hier. Hier, und das möchte ich gar nicht. Das hier geht sofort aus den Haaren raus. Armin, das machen Sie mal bitte das Handy runter. Ja, können Sie nachher blocken, wenn Sie blocken wollen. Davon wenn Sie Blocker sind, ja, können Sie nachher machen. Wir sind jetzt alle etwas aufgeregt. Nur noch mal für mich. Aufgeregt. Lassen Sie es mal sein. Sie sind hier der Koch. Ich bin Sie, hier haben Koch. Sie haben dieses Essen hier gekocht, vermute ich mal. So, und Sie sind wer? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Tobias Gräfe. Sie sind Testesser. Ja, nein, ich bin nicht Testesser, ich bin Blogger. Das ist also ich schreibe darüber und esse das. Ach, und schön, okay. Blogge in meinem Internetforum darüber, was ich denn esse. Ja. Und das geht hier wohl gar nicht, denn ich das wollte mein. Tut mir leid, Herr Gräfe, das ist bei uns noch nie vorgekommen, dass wir hier Haare in der Suppe. Was soll ich denn meinen User mitteilen? Ich will das mir doch eher, was ich deinen User mitteilen. Armin, bleib. Du haust jetzt die Haare in den Salat. Das geht gar nicht. Das führt doch jetzt. Die Abonnenten von mir möchten wirklich. Würde ich guten qualitativen Beiträge haben und das geht gar nicht. Gucken Sie sich das an, was soll ich denn hier erzählen mit diesen Scheißhahn in der Suppe? Herr Gräfe, ich kann Sie verstehen, aber bitte bleiben Sie mal sachlich, es tut mir wirklich sehr leid. Beruhigen wir uns mal alle wieder. Offensichtlich ist ja, dass das Essen jetzt verunreinigt ist. Ja, aber das kommt nicht von mir. Ja, glaube ich Ihnen ja. Wenn Sie mir sagen, dass es nicht von Ihnen ist, glaube ich Ihnen noch. So, jetzt unterstellen Sie aber dem Herrn, dass er das, ich sag mal, selber gemacht hat, um hier einen schlechten Beitrag zu sehen. Ich hab keinen Bock mehr. Zeigst du ihm bitte mal die Küche? Zeigst du ihm bitte mal die Küche, dass er bei uns sauber ist? Armin, bleib doch mal bitte ruhig. Das führt doch jetzt hier zu überhaupt nichts. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Ich hätte gerne mal Ihren Ausweis. Ja, ich guck gleich in die Und Ihren Ausweis bräuchte ich dann auch. Hab auch einen Ausweis für mich? Ja. Herr Gräfe, es tut mir wirklich unendlich leid. Ja, das geht nicht. Also ehrlich, beim besten Willen nicht. Das erwarte ich von einem Luxusrestaurant, wenn ich reinkomme, dass da wirklich ein vernünftiges Essen auf dem Tisch serviert wird. Das sieht man doch klipp und klar. Das sieht doch jeder Lehrling. Ich arbeite seit vielen Jahren mit diesem Koch zusammen. Aber Sie wissen schon, und da müssen Sie sich jetzt nicht künstlich hochspielen, dass hier auch Menschen arbeiten und hier können auch Fehler passieren. Der Koch bleibt so vehement dabei, dass er die Haare in der Suppe nicht verschuldet hat, dass die Beamten beschließen, einen Blick in die Küche zu werfen. Doch vorher gibt es noch eine Ansage für den aufbrausenden Mann. Sie bleiben jetzt hier bei meinem Kollegen. Kann ich Sie hier alleine lassen, ohne dass Sie jetzt hier durchdrehen? Bitte, Armin. Der hat mir ein Messer gezeigt. Armin, das hat er ja nun mitgehabt. Er kommt gerade aus der Küche, er hat gearbeitet. Armin, es geht um unsere Existenz. Okay, von ihm hat den Ausweis und von Ihnen auch. Ja, kommt, wir gehen runter. Gleich sind wir raus. Ja, naja, ist natürlich ein bisschen verständlich, natürlich auch von dem Kunden. Unsere Küche ist sauber, schauen Sie sich das hier an. Hier ist noch unser Lehrling, der Joshua, das ist der Sohn vom. Hallo! Vom Chef, also von meinem Chefkoch. Und schauen Sie sich in der Küche um. Klar, es ist ein bisschen Abwasch da, aber das ist ja normal. Gut, okay. Also ich sehe jetzt hier natürlich erstmal nirgendwo Haare oder Sonstiges. Und es sind auch, Sie schauen sich das Kind an, ne? Ja, der hat keine. Die Haare sind deswegen auch nicht unbedingt, dass man da. Nee, ja, also es sind definitiv nicht die, die irgendwie aus dem in der Suppe sind. Also ich bin völlig irritiert, weil das ist uns noch nie so. Hast du eine Zeitschaltuhr irgendwo an? Oh nee, ich glaube, das ist meine Uhr noch. Ja, wo ist denn Ihre Uhr? Wo ist denn deine Uhr? Ich glaube im Truthahn. Oh. Im Truthahn? Joshua! Und dann holen Sie mal bitte raus. Ja. Holen Sie mal bitte die Uhr da raus. Alter Schwede, was machst du? So weit darf natürlich eigentlich. Naja, gut, das müssten Sie vielleicht nochmal mit Ihrem Lehrling abklären. Ja, das ist mir jetzt gerade total unangenehm. Okay, na gut, wenn solche Dinge passieren, dann. So, Joshua, holen Sie mal bitte raus. Was ist denn los? Okay. Und Sie sind sich sicher, dass Sie da jetzt nicht noch irgendwas anderes drin haben? Naja, Zwiebeln und Möhren und so weiter, das ist ja das Typische, was in so einem Truthahn drinsteckt. Mhm, okay.
was ist los mit dir? Das sind so ein bisschen aufgeregt. Alles gut bei Ihnen? Ja. Also vergessen Sie öfter mal Ihre, eigentlich nicht, aber Ihre Uhr im Essen, oder? Nee. Junge, was ist passiert? Ich würde mal selber noch mal reingreifen, ja? Ja, bitte. Das ist mir jetzt, also mir fehlen gerade die Worte. Also es passiert selten, aber... Na selten, es sollte gar nicht passieren. Also, dass mir die Worte fehlen. Ach so, na okay, verstehe. Man sah doch irgendwie... Ja, schon, sag mal... Können Sie mir das hier erklären? Was ist denn das? Ja. Also ich gehe davon aus, dass Sie davon nichts wissen. So, Rosa, erzähl mal, was ist denn das? Ja. Und das sieht mir auch ganz klar nach, also ich werde es mal gleich mit rausnehmen, aber das werden wir ein bisschen diskreter handhaben. Aber das sehen wir ganz klar nach den Haaren in der Suppe aus. Ja, was ist passiert? Was soll denn das? Ja, ich habe die da reingetan. Okay. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Du hast ein Plüschvieh in einen Truthahn gestopft. Ja, musste ich ja irgendwie weg. Nein, ich musste ihn da irgendwie wegtun, das wegen der Suppe. Der Auszubildende wollte das Beweismittel verschwinden lassen und hat sich dafür fatalerweise das falsche Versteck ausgesucht. Die Beamten informieren den Koch über die Aktion seines Sohnes. Das habe ich gerade im Truthahn gefunden. Na lecker. Und, wer hat denn das darin gemacht? Ihr Sohn. Mein Sohn? Sag mal, hast du eine Max, ganz oder? Ganz ruhig, ganz ruhig. Bist du bescheuert? Ganz ruhig. Du kannst doch nicht mehr so eine Scheiße bringen, Mensch. Ganz ruhig. Das ist unser Laden, unsere Existenz. Ja, jetzt bist du bescheuert? Hey, jetzt lassen Sie sich doch mal erstmal Ihren Sohn erklären. So, jetzt erklär uns doch mal bitte. Ja, es ist so. Du machst immer einen nur auf Perfektionismus und ich muss die ganze Scheiße dafür abbekommen. Es geht doch nicht. Aber na, guck dich doch mal um, wo du hier bist. Joshua, seit Jahren arbeitet dein Vater sich hier krumm und buckelig. Ja. Und du kannst dir deine Ausbildung machen, ich verstehe. So sieht das aus. Ja, aber die Sache ist ja, er arbeitet für sich, nicht für mich. Er lässt mir keinen Freiraum. Aber ich na, du kannst doch nicht. Kick dich doch mal an. Hallo. Ja, wie denn? Sagen Sie mal, ich krieg doch keinen Freiraum von dir. Was ist denn das für eine Art und Weise? Wie gehen Sie ja mit Ihrem Sohn um? Das ist aber... Nee, sehen Sie das nicht da? Ja, was ist denn das? Hören Sie doch mal auf, wieso willst du gestikulieren? Das nervt mich langsam. Wir machen jetzt mal keinen Block, einen Tag. Und dass das hier natürlich falsch ist, ist eine ganz andere Geschichte, aber es hat ja auch einen Vorlauf. Vielleicht sollten Sie mal sich mit Ihrem Sohn zusammensetzen, vielleicht mal vernünftig reden. Ja, genau, vollkommen richtig. Ja, in diesem Fall hatten wir jetzt nicht nur das Haar in der Suppe gefunden, das Bekanntliche, sondern auch Streitigkeiten zwischen Vater und Sohn. Ich persönlich halte den Vater für etwas diktatorisch, der seinen Sohn da stark unter Druck setzt, schon fast drangsaliert. Kein Wunder, dass der Junge da sich eingeengt fühlt und dann vielleicht zu einer Kurzschlussreaktion führen lässt. Ich kann Ihnen oder ich möchte Ihnen einfach anbieten, kommen Sie bitte mit einem Freund, mit einer Freundin noch mal her. Wir laden Sie ein, wir zeigen Ihnen, was in unserem Restaurant steckt, wie gut wir sind. Und ich möchte Sie bitten, geben Sie uns einfach noch mal eine Chance, machen Sie eine neue Rezession. Weil das ist hier wirklich, also das ist, mir fehlt das. Also ich kann Ihnen nur wünschen, dass es beim nächsten Mal nicht mehr vorkommt. Auch wenn ich noch mal wiederkommen werde, das erwarte ich beim nächsten Mal, dass sowas nicht stattfinden wird. Das wird auch nicht wieder passieren. Nur sehr widerwillig nimmt der Restauranttester die Entschuldigung der Besitzerin an. In den nächsten Wochen wird er unangekündigt einen zweiten Versuch unternehmen. Aber da jetzt hier alle von der Anzeige absehen, würde ich sagen, drücken wir hier oben ein Auge zu und Sie klären. Können wir Sie alleine lassen? Ja, ich also wir würden dann jetzt hier gehen. Wiederkommen. Sie sind Streitschlichter sozusagen, ja? Ich gebe mein Bestes. Können wir Sie alleine lassen mit Ihrem Sohn? Ja. Wir setzen uns jetzt erstmal hin, wir trinken was zusammen, besprechen das. Wenn es gar nicht anders geht, dann... Vielen Dank. Okay, also ich würde das jetzt hier lassen. Nee, das schmeißen Sie mal bitte draußen vor die Tür. Schmeißen Sie dann einfach weg. Genau. Du schmeißt es hier weg. Wir kümmern uns darum, Armin. Vielen Dank. Alles klar. Ja, dann trotzdem noch. Ich danke Ihnen herzlich. Trotzdem noch einen schönen Tag, ja. Alles klar. Wenn Sie das nächste Mal in der Nähe sind, ich lade Sie auch gerne. Sehr gerne. Ich muss jetzt gleich wieder anrufen. Ich hoffe nicht. Vielen Dank. Für uns hier vor Ort ergibt sich kein Straftatbestand. Es wurde niemand verletzt. Der Testesser hat die Suppe nicht gegessen. Er hat die Haare vorher entdeckt, zum Glück. Und die beiden Parteien konnten sich einigen. Es war hier ein Familienstreit. Der Geschädigte sieht von der Anzeige ab und somit haben wir hier keinen Straftatbestand. Vater und Sohn haben sich ausgesprochen. Der Auszubildende setzt seine berufliche Karriere in einem anderen Lokal fort, um Abstand zu seinem Vater zu bekommen.